erstmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Ist ja praktisch Weihnachten vor Weihnachten, Thomas Müller zu treffen. Wir wollen und werden miteinander kochen aus diesem wunderbaren Kochbuch, Deine Küche. Wahnsinnig inspirierend, ganz bunt und das, so sollte Ernährung auch sein. Und zwischen dem, was wir machen, können wir ganz viel reden. Schön wäre es natürlich, wenn ihr Thomas die Fußballfragen stellt und mir eher die Ernährungsfragen. Hallo, hallo zusammen. Was mich immer fasziniert ist, wenn, vor allem wenn so ein Turnier ansteht, wir sind ja 4 Wochen am Stück mit 50 Personen immer zusammen. Und du hast zweimal täglich warmes Buffet. Und dass da den Spielern nicht langweilig wird, da habe ich schon immer großen Respekt vor. Wie er dann die Gerichte zubereitet, ja, da, gut, das könnte ich auch, aber... Es war sehr, sehr lustig, Thomas Müller zu treffen. Man hat ihn ja sonst immer nur so im Fernsehen gesehen. Wenn er Interviews gegeben hat, hat man schon gemerkt, das ist ein sehr aufgeschlossener, lustiger Typ. Und das hat er heute einfach bewiesen. Ja, natürlich waren die Teilnehmer auch interessiert am Kochen. Aber klar, wenn Thomas Müller da ist, werden erstmal sozusagen die kleine Checkliste abgehakt. Nämlich Foto, Unterschrift. Aber wir sind da nicht zu kurz gekommen. Im Gegenteil, die Menschen haben ihre Weihnachtsrezepte abgefragt oder Tipps und Tricks. Und ich bin sehr zufrieden. Man versucht natürlich auch abzuschalten und mal ein bisschen weg vom Fußball zu kommen, damit man eben dann, wenn es wieder losgeht, auch richtig heiß ist. Und ja, da geht es einerseits um körperlich ein bisschen entspannen, aber vor allem mental. Sehr schön. Wir hätten gar nicht gedacht, dass es so lange der Thomas da bleibt. So ein toller Kochkurs. Also Respekt und alles an euch alle. Hat sie echt super gemacht. Vielen Dank. Danke. Yeah. Hat Spaß gemacht und ich esse euch den Nachtisch nicht weg. Ich verabschiede mich jetzt und schau mal daheim vorbei. Beim nächsten Mal wieder mitmachen, oder? Vielleicht kochen wir dann was Gescheites. Es war ein unvergesslicher Tag, also es war super organisiert. Dass Thomas hier war, war natürlich das absolute Highlight. Das Essen war nebenbei auch sehr gut, wir haben gut gegessen und Thomas ist halt ein absolut genialer Typ. Völlig normal geblieben, echt toll.